So, dann mal sehen, ich spiele ein bisschen gegen Pike. Na, ist schon mal guter Damage. Und er kann sich auch wieder hochheilen, ne? Weil er das Support-Item hat, der Pike. Der Rakan. Aber. Ich glaube, ich habe gehittet. Bin mir nicht sicher. Aber ich würde gerne hier so ein bisschen freezen. Minions, nice. Und jetzt sieht das ganz gut aus. Und jetzt die. Wir greifen immer so unterschiedliche Targets an, habe ich das Gefühl. Ich komme halt nicht an den. Ich komme nicht an den Varus connected. Ich komme leider irgendwie nicht an den Varus hier ran. Barrier. Ich kann theoretisch baiten, ne? Nice. Geblockt. Ja, Duelane Mages war mehr so E-Sport immer. Sapphire Crystal, that is me. Yeah, but I want to stack my item. I don't really care about getting kills early on. And as long as I can last it, it's fine. Oh wait, du bist Deutsch. Ich weiß nicht, wieso ich Englisch mit dir geredet habe. Hab keine Ahnung. Frag mich nicht. Die Frucht haben wir leider nicht. Na, ich sollte fein sein. Divine, leider kein Ding für uns. So, ich starte auch zum Beispiel Crystal auf Varus, wenn ich AD Varus spiele. Also Poke Varus. Starte ich auch in Crystal. Ich glaube, ich hätte ihn retten können, ne, mit Exhaust. Ich habe versucht, den Pike halt noch zu treffen mit der Ultimate. Ich glaube, mit Exhaust hätte ich meinen Kollegen hier retten können. Ich will das Plating. Ich hoffe, ich sterbe nicht dafür. Ping mich schon alle zurück. Schnell weg. Ich habe versucht, den Pike noch mit der Ulti zu treffen. Aber hätte ich die Exhausted, hätte mein Rakan überlebt, auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal wieder top hier. I hope this night never ends. Das macht mehr Sinn, wenn du eigentlich die großen Creeps nimmst, ne? Also mit dem Support-Item. Theoretisch würde ich am liebsten jetzt direkt wieder basen. Mein Ding. Snipe. Oh. Millimeter. Einzige Nicht-Full-Item, aber du kennst doch zum Beispiel den Item vom Recurse Bow, oder? Phage, Recurse Bow, Scepter. Oh.
Ist der Zed gerade am Varus handeln? Das müsst ihr mir erzählen, was der da gerade gemacht hat, der Varus. Der versucht mich zu one-shotten, weil der hat ja noch gar nicht genug AP. Dann bin ich mit einem Item fertig. One-Shot wird da gleich schwierig. Tilt Play, maybe. Den nehmen wir noch mit. Mal schauen. Mir fehlen leider 100 Gold, ne? Na gut, mir fehlen 50 Gold. Kann ich auf jeden Fall in der Base einfach warten. Ne. Der Jax. Der ist immer so ein Millimeter zu, ein Millimeter weit weg von meiner Ultimate. Ich bleib Mitte. Ich pushe rein. Das war ein bisschen uncool. Oh oh. Der Throw, Leute. Na, das. Der eine Bogen, also Recurse Bow ist der Text, und der andere Bogen ist Last Whisper. Das ist der Bogen. Weil Last Whisper ist, glaube ich, eine Armbrust. Oder? Wenn ich nicht wieder von Jax getötet werden. Never mind. Scheiße, bin ich doch wieder getötet. Alle das gleiche. Alles ein Bogen. Es gibt nur noch Bogen in diesem Game. Okay, Blue Buff nimmt sich Rakan, so wie es scheint. Aber ist ja nicht gestorben durch Ultimate von mir, ne? Boah, ich kann mir Red Buff mal holen. Nice, nice. Die sind, glaube ich, irgendwo. Ah, die Krabbe haben sie getötet. Da ist der Jax schon wieder. Rennt der Jax. Ich glaube, ich bleib da. Warum macht er nicht so viel Poke Damage? Der ist der AP. Der mehr so bursty.
Schade. Irgendwo hängt hier der Jax rum, aber ich habe keine Jumps mehr. Ich muss den auch eigentlich rausziehen, damit der Jax nicht reinkommt, ne? Help! Help! Ich habe den ganz schön in die Ankles gebrochen. Oh, ein Auto-Tag fehlt. Ein Order gefehlt. Lol. Wer lebt noch? Die Ahri, ne? Jetzt habe ich Jax aber getroffen, weil ich kann noch nicht basen. Ich will ein volles Item holen, bevor ich gehe. Jetzt können wir basen. Jax ist gerade Botlane auf jeden Fall. Hat er gerade den Red Buff? Oh, das ist aber schade. Habe ich gern gehabt. Nimm ich mal einen Blue Buff. Bad, I guess. Die sind alle tot. So, sollte er nicht treffen, wenn sie da einen Busch recallt. Jo. Job. Good job, good job. Ich habe jetzt ein bisschen viele doofe Tode gefarmt im Midgame. Muss ich schon sagen. Okay, Ulti brauche ich hier nicht. Doch Items, die keiner beim richtigen Namen nennt. Ich meine, Anti-Heal ist so ein bisschen Anti-Heal, ne? Egal. Egal welches Item. Gestunt. Die haben wirklich noch Sonjas ab, die Lümmelfrau. Hätte ich früher reingemusst. Eventuell. So, wir nehmen Last Whisper mit. Wir müssen halt die Carries töten. Das sind halt, also das ist nicht mein Job. Ich töte einfach das, was am nächsten dran steht. Aber das ist schon ein Fehler, dass Ahri und Varus die beiden sind, die übrig bleiben. Apropos Anti-Heal. Malmorius, ich sage immer Malmortimus. Das heißt sogar Malmortimus. Lol. Das heißt sogar Malmortimus. Malmortius. Was habe ich gesagt? Hatte ich es richtig? Ich pushe mal unsere Toplane ein bisschen aus. Oh, ich habe sie leider nicht gehittet hier.
Auch wieder sehr knapp. Ah, zwei Leute down. Aber sobald wir sowas wie Ahri down haben, dann haben wir gute Chancen, glaube ich. Okay, für Varus habe ich ein bisschen Respekt. Der spielt super aggressiv, der Dude. Ne, das Item für den Useless Ward gibt es leider nicht mehr. Ich vermisse das auch ein bisschen. Wieso haben wir eigentlich den Baron angefangen, während Jungle beim Drake war? Oh, die große Frage. So, haben wir die Base. Das war ein cooles Item. Auf Pike war das vor allem sehr, sehr cool, finde ich. Ja, es gab so ein paar Pocket Picks, die das gerne gebaut haben. Sowas wie Pike hat es gerne gebaut. Jhin war ein geiles Item. Da gab es schon einige. Nice, Flash raus. Fast gestorben dafür, aber Flash raus. Ahri ist da oben. So ein Auge jucken hier. Autsch, autsch, autsch. Gunbad ist, glaube ich, auch weg, ne? Ist Gunbad aus dem Game genommen worden? Ja, Gunbad gibt es auch nicht mehr. Das heißt, früher hat man mal Gunblade Diana gebaut. Das war so ein bisschen Burst-Diana-Bild mit Electrotude, ähnlich wie man sie jetzt spielt. Der hat kein Flash. Das weiß ich noch. Ich weiß, ob man First Item Revive gebaut hat. Auf jedem Char. Auf jedem Char hat man damals das gebaut. Lee Sin, Jhin, Wukong. Teilweise Sidelander wie Jay vor manchmal. Alle Guardian Angel First Item. Das Item hat so viel Value gegeben. Uns wagen, Leute. Bauen wir Duskblade Ezreal. Das war so komplett broken, ne? Das Item. Und dann hattest du halt noch diesen overpowered, dieses andere Ding da, was super overpowered war. Diese eine Rune hier, Triumph oder so. Wo du einfach 10% mehr Schaden gemacht hast, wenn du nicht gestorben warst. Und dann hast du einfach auf Jhin das erste First Item gebaut, genauso wie auf Draven. Mein Ulti gerade wirklich kein einzig getroffen. Oh, spannend. Das ist ja spannend, Leute. Ah, können wir Schuhe holen für Mörder auf. Champion Rune, okay. Vergessen, wie sie hieß. Auf Draven und so hast du die gebaut. Und einfach First Item Guardian Angel. Alter, so geknallt. Oh, Elder Drake, ne? Spawnt hier. Jax bitte töten erst. Ich habe ihn irgendwie bekommen, keine Ahnung. Ist hier nicht irgendwo noch der Ding gewesen, so war es.
Muss man KDA noch pumpen. Schade. Hätte ich noch gekriegt, gerne. Es wird schon stark, ey. Der gute Letality Ezreal. GG's.